Früher hat man nicht die Mutterkuh halt dann gehabt, wo einfach das Kalb gemeinsam mit der Kuh auftrieben wird und über den ganzen Sommer an der Kuh sauen kann. Das hat sich geändert. Jetzt hat sich natürlich auch das Verhalten der Tiere verändert. Die sind archaischer geworden. Und wenn man jetzt sich auf der Alm befindet und hat zum Beispiel einen Hund dabei und der Hund geht das Kalb an, dann ist es automatisch der Fall, dass die Mutter Kuh hergeht und das Kalb schützt. Genau darin besteht die Gefahr. Die Kuh beschützt das Kalb und im traurigen Extremfall auch mit einem Angriff auf den Menschen. Bleiben Sie ruhig und umgehen Sie die Rinder großzügig.